Thorsten Müller, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will, die Frau Kollegin Staatssekretärin hat das eben richtigerweise gemacht, aber tatsächlich, und es erscheint mir als ein zentraler Punkt in dieser Debatte, will einen Punkt noch mal besonders unterstreichen. Die beiden Kolleginnen der Oppositionsfraktionen haben abgehoben, unter anderem auf die Frage, in welchem Umfang finanziert die KfW Kohletechnologie. Richtig, 3,3 Milliarden, das ist jetzt zweimal gesagt worden. Ich sage, es ist ein drittes Mal. Darüber kann man sich durchaus streiten. Sie haben zwei Dinge verschwiegen. Zum einen, dass diese Investitionen zur Modernisierung von alten Kohlefeuerungsanlagen verwendet worden sind. Und Sie haben einen ganz anderen wesentlichen Punkt eben auch verschwiegen. Und das ist ehrlich gesagt schon in der Nähe der Unredlichkeit. 3,3 für Kohletechnologie, 173 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen, das ausgelegt worden ist von der KfW für Klimaschutz und grüne Technologien. Und meine Damen und Herren, ich finde, das ist eine bemerkenswerte Aufgabenteilung. Und die finde ich auch gut. Sie kümmern sich um 1,87% in der Opposition. Und wir in der Großen Koalition kümmern uns um 98,13%. Vernünftige Aufgabenteilung, meine Damen und Herren. Etwas überraschend ist heute von sowohl von Vertretern der Regierungsfraktion wie auch aus Reihen der Opposition der Papst Franziskus zitiert worden. Und ehrlich gesagt, ja, es lohnt sich, die Umweltenzyklika zu lesen, und es wäre vermessen zu sagen, dass der Papst bei wesentlichen Programmen der Großen Koalition abgeschrieben hat. Aber, finde es bemerkenswert, dass wir doch da einen ganz weitgehenden gesellschaftlichen Gleichklang haben. Und das zeigt, dass wir mit der Großen Koalition, dass die Bundesregierung auf dem richtigen Pfad ist. Meine Damen und Herren, ich will einige wenige Gesichtspunkte herausgreifen. Unzweifelhaft die wirksamste Art, Klima zu schützen, ist, der Energieverschwendung Einhalt zu gebieten. Deswegen finde ich es richtig, dass wir gerade am heutigen ersten Geburtstag des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz eine solche Debatte führen. Und der NAPE ist durchaus ambitioniert. Wir wollen versuchen, 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen, und das bis 2020. Da ist eine ganze Menge sehr Vernünftiges angedacht und formuliert worden in den letzten 12 Monaten. Ich nenne mal die KfW-Energieeffizienzprogramme. Ich nenne die Energieauditpflicht für größere Unternehmen. Ich sage, dass wir mit den wettbewerblichen Ausschreibungen für Energieeffizienz und mit der Contracting-Förderung wichtige Schritte nach vorne gemacht haben. Und es sind auch kleinere Maßnahmen, die durchaus wirkungsvoll sind, beispielsweise das Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen. Aber auch das hatte mein Kollege Josef Göppel richtigerweise gesagt, und da sage ich auch ganz freimütig, ich könnte mir durchaus etwas mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung der einzelnen Schritte des NAPE vorstellen, und das ist auch mein Appell an die Bundesregierung. Und ich bin, ehrlich gesagt, etwas enttäuscht darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung umzusetzen. Ich will das mit einem Appell auch an die Bundesländer verbinden. Die stehen auf der Bremse. Das darf nicht sein. Und meine Damen und Herren, klar ist auch, dass das Anreizprogramm Energieeffizienz der KfW mit einem Volumen von 165 Millionen dieses wichtige Vorhaben und zentrale Vorhaben des NAPE keinesfalls ersetzen kann. Meine Damen und Herren, ich darf erinnern, dass der NAPE eben das Finanzierungsvolumen bereits vorgesehen hat und eingeplant hat. Und wir reden um rund 1 Milliarde Euro zwischen 2015 und 2019. Meine Damen und Herren, das ist eine lohnenswerte Investition. Nicht zuletzt deswegen, weil jeder Fördereuro erwiesenermaßen 11 weitere Euro Investitionen nach sich zieht. Meine Damen und Herren, wir haben hier unmittelbar zu liefern, und das ist mein Appell an die Bundesregierung. Wir dürfen als Parlament nicht nachlassen, denn, und das sehen wir heute an einem anderen Tagesordnungspunkt, wenn das Parlament etwas unzureichende Gesetze, Entwürfe der Regierung noch mal besonders in Augenschein nimmt, dann wird was Gutes draus. Auch da schließe ich mich dem Kollegen Göppel an.
Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist, meine Damen und Herren, die heute Abend beraten wird, ein besonders gutes Beispiel. Und es ist eben im parlamentarischen Verfahren gelungen, und das ist meines Erachtens elementar, dass wir beispielsweise eine Anhebung des Ausbauziels formuliert haben, dass wir einen viel längeren Zeitpunkt der Rechts- und Investitionssicherheit geschaffen haben, dass wir eben auch wichtige Technologien wie beispielsweise die ORC-Technologie nicht außen vor lassen, sondern weiterhin fördern. Und, meine Damen und Herren, ich bin da insofern sehr optimistisch, dass wir als Parlament auch wichtige Impulse setzen können. Ich will einen weiteren Punkt aufgreifen, über den wir uns hier gelegentlich unterhalten und bei dem wir auch verstärkten Handlungsbedarf haben. Das ist der Verkehrssektor. Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sieht vor, dass wir 7 bis 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen müssen. Wir haben es bedauerlicherweise mit der Situation zu tun, dass der Anteil der verkehrsinduzierten CO2-Emissionen seit 1990 von 13% auf 18% angestiegen ist. Damit sind Effizienzgewinne, die im Übrigen erheblich waren, aber bedauerlicherweise überkompensiert worden. Das heißt, wir müssen das Thema neu angehen, neu aufsetzen und müssen uns deswegen um einige wichtige Bausteine kümmern. Beispielsweise alternative Antriebstechnologien. Wir haben, und das ist zugesagt, es hinbekommen, dass Gasantriebe künftig weiterhin steuerlich gefördert werden. Wir erwarten bis Ende erstes Quartal 2016 etwa einen Gesetzentwurf, und das ist wichtig, damit wir Investitionssicherheit insofern haben und sagen, jawohl, wir fördern und unterstützen klimafreundliche Gasantriebe in Fahrzeugen. Meine Damen und Herren, wir sollten auch durchaus, und da gab es ja verschiedentlich Gelegenheit in der Vergangenheit, die Frage von Emissionen von verbrennungsangetriebenen Fahrzeugen in den Blick nehmen. Im Übrigen nicht nur die Emissionen, die von den Verbrennungsmotoren selber, die für den Vortrieb sorgen, ausgehen, sondern, ich habe das schon einmal in aller Kürze gemacht, wir sollten uns das Fahrzeug insgesamt anschauen. Und für mich war es eine erschreckende Information, dass beispielsweise Kühlaggregatfahrzeuge, 180.000 Stück fahren davon auf deutschen Straßen, genauso viel Emissionen in Bezug auf Stickoxide, auf Partikel ausstoßen, wie 10 Millionen Diesel angetriebene PKWs. Und das zeigt mir, dass wir dieses Thema angehen müssen. Das auch auf europäischer Ebene dringend. Sie sind doch Kollege Krischer. Sie haben sich doch dieses Themas noch nicht einmal angenommen. Für Sie ist doch das hier heute eine absolute Neuigkeit, die ich Ihnen erzähle. Und darüber freue ich mich. Freue mich über Ihre Unterstützung, aber ehrlich gesagt, Ihre Intervention insofern waren doch außergewöhnlich überschaubar in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, deswegen müssen wir uns diesem Thema zuwenden. Und da sehe ich konkreten Handlungsbedarf, und wir werden das Thema aufgreifen. Ich will auf den letzten Punkt zu sprechen kommen, auf das Thema Elektromobilität. Da hat die Bundesregierung eine Menge auf den Weg gebracht. Wir haben Schaufensterprogramme gefördert. Es gibt Privilegierungen beim Parken und auch bei der Nutzung von Sonderfahrspuren. Es gab eine Ladesäulenverordnung. Es gibt Modelle der Steuerbefreiung. Wir haben Nachteilsausgleich bereits beschlossen und auf den Weg gebracht. Und, meine Damen und Herren, es gibt auch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Aber zugegebenermaßen, der Erfolg, der erhofft war, hat sich nicht vollständig eingestellt. Und ich glaube, dass wir zu einem Erfolg nur dann kommen, wenn wir E-Mobilität neu denken. Und E-Mobilität neu denken verstehe ich nun genau so nicht, wie es zum Beispiel, ich nehme mal wieder Herrn Krischer, Sie verstehen, nämlich einfach dummes Geld rausschleudern, Kaufzuschüsse geben. Damit verschleudern Sie Steuermittel und Sie vergeben Chancen. Ich sage Ihnen eins, und da sind fast alle, wie gesagt, Sie sind da einer der letzten Mohikaner, fast alle in der Republik einig, dass dieses Geld beispielsweise in der Erforschung von Batteriezellen, in der Frage, wie setzen wir eine Batteriezellenproduktion in Deutschland auf, wesentlich besser investiert ist. Und, meine Damen und Herren, ich will auch eins sagen. Ich glaube, wir müssen Elektromobilität insofern neu verstehen, weil es deutlich zu kurz greift, sich ein konventionell verbrennungsangetriebenes Fahrzeug vorzustellen, den Verbrennungsmotor rauszunehmen, einen Elektroantrieb reinzusetzen, einen Batteriepack da reinzusetzen und sagen, das ist Elektromobilität. Das genau, ja. Herr Kollege Hofreiter, das passiert im Übrigen häufiger, wenn Sie mir zuhören. Und, meine Damen und Herren, das springt eben deutlich zu kurz, sondern wir müssen integrierte Ansätze uns anschauen. Wir müssen das Thema Intermodalität viel stärker betrachten. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die ein E-Mobil fahren,
nicht mit sozusagen Kompensation von Minderwerten sich beschäftigen müssen, sondern echte Mehrwerte haben. Und ich greife ein Beispiel auch für den Kollegen Hofreiter heraus. Dann soll er sich doch melden. Er soll sich doch einfach mal melden, aber das traut er sich nicht. Es klappt eben bei den elektromobil angetriebenen Zweirädern. Und meine Damen und Herren, da zeigt es, Kaufanreize sind überhaupt nicht notwendig. Wir müssen Mehrwerte generieren. Wir haben bei den Pedelecs und bei den erfolgreichen E-Motorrädern heute einen erheblichen Marktanteil von fast 20%. Und meine Damen und Herren, warum ist das so? Weil die Leute Mehrwerte haben. Es ist sozusagen die Abschaffung des Gegenwindes und die Abschaffung der Bergauffahrt. Und das wollen die Menschen. Und dann klappt es eben auch mit der E-Mobilität, meine Damen und Herren. Ich habe zwei einzelne Punkte rausgegriffen. Die zeigen Ihnen allerdings, die Bundesregierung ist auf dem richtigen Wege. Klimaschutz ist bei der Bundesregierung und bei den Sie tragenden Lieber Fraktionen Kollege. Bestens aufgehoben. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Vielen Dank. Nächste Rednerin erteilt das Wort der Abgeordneten Sabine Leib.